Sportverwerk darf für mich halt nie lästig sein. Also nie so, dass du sagst, aha, das nervt mich jetzt gerade beim A nach B fahren. Aber halt auch Reserven, wenn es einmal über der Kurve und der Bodenwelle geht. Mein zweites Auto mit einem Luftfahrwerk von dieser Firma, und ich muss sagen, beim ersten war ich von der Sache noch nicht ganz überzeugt, weil ich immer gemeint habe, so ein Luftfeder ist relativ weich. Hat sich aber dann so gestaltet, wie wenn man KWV reinnimmt und das dann mit einer etwas weicheren Feder fährt, so war es zumindest bei dem 1er BMW. Und jetzt der Porsche, bin ich echt positiv überrascht, dass die Feder doch so viel Federrate erzeugt hat. Es hat sich also angefühlt, eigentlich so wie in Richtung Clubsport, also schon sehr fahrbar. Aber auch genug Reserven. Wir haben einige Bodenwellen gefunden, wo es richtig heftig zur Sache ging. Und hat in jeder Situation sich angefühlt, ähnlich einer Stahlfeder. Und natürlich jetzt mit dem Vorteil, dass du per Knopfdruck auf so einem kleinen Display da deine Höhe verstellen kannst. Am besten hat es eigentlich schon funktioniert da auf meine Bühne, wenn man da reinfahren will, dass man das Auto einfach ein bisschen höher fährt. Also Stichwort Tiefgarage oder diese liegenden Polizisten, die es überall gibt in den Ortschaften, dass man die halt einfach überfahren kann. Finde ich ein relativ gelungenes System, hat super hingehauen. Auch meine, die Dämpfungseinstellung kenne ich auch von den KW-Dämpfern, die er verwendet. Und das ist nach wie vor eine gute Kombination. Also ich denke, weiter so. Funktioniert.